Und da wären wir auch schon wieder mit einer etwas anderen Konstruktion. Also einmal haben wir mehr Steuerungselemente. Wir haben dieses Dreier-Ding ersetzt durch ein Vierer-Ding. Auch wenn die Konstruktion nicht besonders schick aussieht. Aber das ist was, das Erste, was mir so eingefallen ist. Also wir haben einen halben großen Tank, der die äußeren kleinen Tanks befüllt. Und da ist halt hier jetzt ein Atomreaktor drin. Ob das reicht für eine Umlaufbahn, weiß ich nicht. Ich hoffe mal, wir kommen damit einigermaßen hoch. Und wenn das hiermit nicht klappt, machen wir einfach aus den 4 Feststoffboostern 8 Feststoffbooster. Oder schmeißen eventuell einfach einen von den großen orangenen Tanks raus. Dadurch wiegen wir dann wesentlich weniger. Wir haben zwar weniger Treibstoff, aber wir kommen schneller hoch. Und je höher wir kommen, desto einfacher haben wir es später. Müssen wir alles gucken. Erstmal bin ich mir gar nicht sicher, ob es funktioniert. Aber ich wollte euch diesen Versuch nicht vorenthalten, da es ja doch recht skurril aussieht. Und vielleicht gibt es ja ein paar lustige Explosionen. Also, speichern, testen. Dunaländer 1.0, Dunaländer 2.3. Wir haben überall unseren Schrott rumliegen. Ja, okay, Staging überprüfen. Also wackeln tut nichts. Gibt ja auch fast nichts zum Wackeln. Außer vielleicht, dass hier keine ordentliche Übergangsphase ist zwischen klein und groß. Also die vier koppeln ab. Feststoffbooster und Haupttriebwerk starten. Feststoffbooster werden abgesprengt. Wenn das hier leer ist, wird das ganze Ding abgesprengt und die vier Atomreaktoren starten. Wenn die alle sind, wird der Tank hier mit denen allen zusammen auch weggesprengt. Die vier gehören eigentlich hier mit rein. Die sind eigentlich unnötig. Wir hätten da auch irgendwas Festes machen können. Aber es sah einfach stylisch aus. So. Und ich wollte ein bisschen Abstand haben. Einfach nur so. Also, die vier werden abgesprengt. Das ganze Ding. Moment mal. So ist falsch. Das war schon richtig da oben. Das untere wird weggesprengt. Das Haupttriebwerk von dem Länder startet. Die drei Triebwerke vom Länder starten. Die vier werden weggesprengt und das ganze Ding. Ja, okay. War soweit alles richtig. Dann fliegt der Länder, landet auf Duna und soweit müssen wir es bekommen. Licht an. Ressourcen an. Schub auf, sagen wir mal 50 SAS an. 3. Oh, wir haben Tom Dim kommen. Kein Kannibal mehr. 3, 2, 1. Okay. Okay. Es wackelt fast gar nicht. Wir kommen hoch bei 50% Schub. Ah, es wackelt doch. Wo wackelt's denn? Hier zwischen, ne? Okay, vielleicht da oben auch noch Winglets anbringen. Na, mal gucken. Erstmal schauen wir, wie weit unsere Feststoffbooster uns bringen. 2500 Meter ist schon mal gut. Wir sind schon fast auf 100 km/h. Quatsch, 100 Meter die Sekunde. 100 km/h, wir müssen schon langsam. Aber gleich sind die auch alle. Dann müssen wir richtig Schub geben. Okay, 3, 2, 1, weg. Schub, 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 Schub. Hitze taucht auf, Hitze geht schnell hoch, wir fangen die Geschwindigkeit langsam auf. Gehen dementsprechend mit dem Schub runter, damit wir nicht explodieren. Weil explodieren nicht toll ist. Aber so weit geht's mit der Hitze und wir bauen Geschwindigkeit auf. Langsam zwar, aber es wird immer schneller, je höher wir kommen. So stabil ist sie jetzt auch nicht. Oder? Doch, hält jetzt. Hält sich. Sehr schön. Also 100 Meter die Sekunde bei 6500. Könnte mehr sein, aber reicht vollkommen erstmal. Treibstoff haben wir noch einen halben Tank. Das ist sehr schön. Strom ist alles soweit in Ordnung. Alles gut. Das heißt, wir könnten theoretisch nachher kippen. Aber ich glaube, ich will erstmal ein bisschen mehr Höhe haben, bevor ich irgendwas kippe. Weil normalerweise kippen wir, wenn wir auf 250 bis 400 Meter die Sekunde drauf haben. Dann können wir es uns auch leisten. Jetzt sieht das noch nicht so gut aus. 160, ja, obwohl doch, wird langsam. Was sagt die Karte? Einmal ausklappen bitte. So. Ja,
Apoapsis ist ziemlich weit vor uns. Und erst bei 15.000 Metern. Da muss noch einiges gehen, bevor wir irgendwas kippen. Ja, wir könnten ein ganz kleines bisschen kippen, einfach nur, damit wir einen leichten Drall haben, aber... So, SAS an. Ich hoffe, man stabilisiert sich alles. Sieht aber gut aus. Und der Tank ist gleich leer. Und dann müssen die vier das rausreißen. Und ich denke, das schaffen wir nicht. Weil wir sind noch gut in der Atmosphäre drin. Jo, wackel, wackel. Alles klappt hin und her. Wir haben auch gleich keine Atmosphäre mehr zum Hin und Her wackeln. Aber ja, wird hier abgesprengt. Hitze ist da. Oh gut, hilft nichts. Okay. 3, 2, 1 und alle. Sie verlieren Geschwindigkeit. Wir müssen Geschwindigkeit zunehmen, Jungs. So, SAS hilft auch nichts mehr. Handsteuern ist angesagt. Also es sieht cool aus, aber ich weiß nicht. Ich müsste jetzt eigentlich auf die Kartenansicht wechseln, aber ich habe Angst, dass wenn ich wechsle, dass dann irgendwas kaputt geht und wir vom Kurs abkommen. Warum drehen wir uns? Hör auf, dich zu drehen. Okay. Ja, genau. So. Schräg gehen. Wir sind nämlich schon auf 50.000 Meter. So, SAS, mach bitte irgendwas. Bitte mach irgendwas, SAS. Ich würde gerne auf Karten wechseln. Na gut, hilft nichts. Kartenwechsel. So, Apoapsis ist bei 70.000. Könnte mehr sein, aber ist okay. Treibstoff sieht sehr, sehr gut aus. Wow. Aber ich denke, wir kriegen damit keine ordentliche Umlaufbahn her. 43. Also Apoapsis kommt näher und es wird nur ganz langsam breiter. Ein bisschen höher. Ja, schaut schon besser aus. Komm nicht näher, du Apoapsis. SAS aus, so. Dass sie jetzt durchgehend von Hand steuern muss und dass die Raketen ewig brennen lassen müssen, ist eine doofe Kombination. Komm schon. Also wir müssen jetzt schräger hochgehen, damit die Apoapsis nicht näher kommt. 27 Sekunden. Bleib. 26 Sekunden. Bleib da. Nicht. Ich kann nicht noch steiler gehen, das wird nichts. Wenn ich jetzt direkt auf Kurs gehe, dann kommt ihr noch viel schneller. Nee. Ah, komm, gegensteuern. Okay. 4 Atomkraftwerke, Atomreaktorantriebe funktionieren nicht. Vielleicht sollten wir es mit 8 probieren. Okay, die wiegen ja auch wieder mehr, aber. Nee. Okay, vielleicht 6 oder 5. Weil die hätten noch richtig schön viel Sprit. So, Apoapsis. Ab jetzt geht's abwärts. Und das mit dem SAS müssen wir hinbekommen. Da brauchen wir ein ordentliches drin. Komm schon. Ich gehe jetzt schön steil hoch. Und du gehst mit den Apoapsis vor uns. Ist das ein Deal? Na? Ja. Das muss so affig aussehen. Aber ich will jetzt nicht schon wieder die Kamera wechseln. Na, eine Sekunde vor uns. Müsste theoretisch klappen. Wenn wir jetzt noch 2-3 Minuten in dem Winkel weiterbrennen und dabei trudeln wie eine Wildkatze, müssten wir irgendwann eine Umlaufbahn haben. Na gut, ich mache jetzt einen kleinen Zeitraffer. Weil ich denke, hier wird nichts passieren, außer dass ich durchgehend in die Richtung brenne. Und wir sehen uns dann gleich wieder, sobald ich entweder eine Umlaufbahn habe oder runterfall wie ein Stein. Also bis gleich.
Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Komm, genau auf die Linie. So. Inzwischen habe ich auch wesentlich bessere Kontrolle. Weil wir halt weiter weg sind. Auch wenn wesentlich besser noch nicht so wirklich schön ist. Aber es ist machbar. So, Apoapsis ist bei 90.000. Periapsis müsste jeden Moment auftauchen. Und wir haben noch 50%... Naja, ja doch, 50% Treibstoff. Soweit ganz okay. Das ist echt okay. Da ist die Periapsis. Du gehst mir ein bisschen zu hoch. Die Dinger sind echt tierisch laut. Also ja. 72.000. Wenn das noch ein Ticken höher ist. Also wir spulen mal ganz kurz vor bis zur Apoapsis. Brennen nochmal ganz kurz auf Kurs. So. Brennen direkt mal kurz auf Kurs. Bringt das irgendwie auf 80.000. Und dann schaue ich mir mal die momentane Umlaufbahn an von Duna, wo wir gerade sind, und spiele mit den Manövern rum. So, also leicht Schub. So auf 80.000, das ist stabil. Sehr schön. Und hier ist das gute Stück. Das sieht richtig abgefahren aus. Und unsymmetrisch. Und wenn das Ding sich jetzt um die eigene Achse drehen würde, kriegt man, glaube ich, Kopfschmerzen wegen diesen gelben Tankleitungen. Komm, dreh dich mal. Hui. Dreh dich mal ganz schnell. Ja, armer Tom Din Kirbin. Das klappt nicht so ganz, wie ich will. Ja, genug rumgealbert. Armer Kirbonaut. Wir wollen jetzt raus. Wir wollen jetzt zu dir, set as target. Wie schnell bist du denn? 7700. Da haben wir eine Menge auszugleichen. So, das heißt, wir müssten... Wo ist der nächste Punkt? Der nächste Punkt ist hier. Wir bewegen uns. Wir bewegen uns schneller als Duna. Also gehen wir jetzt gerade langsam von Duna weg. Moment mal. Also wir, also nicht wir, sondern Kirbin. Kirbin hat eine Geschwindigkeit von 9200. Also 2000 Meter die Sekunde schneller als Duna. Das heißt, wir huschen hier rum. Während der auch relativ schnell ist. Ich lasse es einmal durchrotieren. Auch können wir nicht, weil wir nicht weit genug weg sind. Okay. Also ich ziehe mal einfach in die Richtung von der Sonne weg. Also von da nach da. Und hoffe, dass es dann passt. Also hier. Achso, wow, Faktor runter. So. Da, Manöver. So. Die sieht auch gleich wesentlich spitzer aus als vorher. Vorher war es ja immer so eierig rund und das ist tierische Treibstoffverschwendung.